Hallo Leute und willkommen zur zweiten Folge vom Super Mario Maker. Nicht irgendwie im Startbildschirm oder so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Spiel überhaupt im Startbildschirm hat, sondern in der Auswahl. Wir suchen uns jetzt mal ein paar Sachen aus. Und zwar aus dem gesamten Zeitraum, in dem das Spiel schon erschienen ist. Also man sollte meinen, diese letzte Woche, also diese Woche und gesamt ist etwa gleich. Tatsächlich kamen schon viele Leute dazu, das Spiel zu spielen und dementsprechend gibt es auch schon ältere Level. Und wir stellen mal den Schwierigkeitsgrad normal oder leicht? Ich nehme mal normal ein. Und schau mal, was für Level es jetzt noch hier so gibt. Und wir haben die hier. Moving Shrooms. Ich glaube, wir spielen die. Und danach die von dem Amerikaner. Den Wasserlevel. Oh, okay. Jolly Roger Bay. Nintendo 64. Ja, spielen wir erstmal die hier. Bin mal gespannt, wie die läuft. Moving Mushrooms. Wie auch in der letzten Folge habe ich die Kommentare jetzt auf mein Gamepad verfrachtet. Könnt ihr mal einen Kommentar auch schreiben, ob... Ah! Ich verstehe. Aha. Das ist ja schon witzig. So, genau. Wir müssen dann immer drauf aufpassen. Sprungfedern, so unberechenbar gemein. Das ist ja schon witzig. Und am Ende kommt man dann dadurch, dass man halt den Mushroom auch erhält, auch am Ende ins Level rein. Wenn man hier einfach so durchgeht, dann schafft man das tatsächlich nicht. Ist ja schon mies, wenn man den nochmal kopfüber haut. So. Das ist mal echt time. So. Wie viel davon Glück waren, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall sind wir jetzt groß und haben den Schwung. Okay, das Level ist auch nicht gerade lang. Mit dem Zeitlimit hat sich noch keiner wirklich auseinandergesetzt. Oder geht's hier noch weiter? Oh oh. Ich glaube, wir müssen hier klein werden, ja. Das ist der Witz dabei, das müssen wir jetzt nochmal machen. Alles klar. Okay, da wird er von alleine hochverfrachtet. Und wie geht das jetzt hier mit Wandsprung? Oh nein. So, jetzt genau time. Ja. Alles Absicht. Pure Absicht. Und hier muss man jetzt mit dem Goomba... Oh nein. Wie gemein. Vor allen Dingen kommt ein Goomba ja nicht mal richtig hoch. Also nicht mal... Zeitgleich an. Ich gemein. Okay. So. Oh nein. Oh, wie gemein. Oh, wie gemein. Das muss jetzt auch noch richtig timen. Da ist mit Zufall nicht mehr viel. Oh Mann, oh Gott. So. Oh nein, wir müssen tatsächlich auch den mittleren treffen. Sonst ist Sense. Oh, komm. So. Hm.
So. Das muss man nochmal schaffen. Das muss man dreimal schaffen. Oh, komm, ey. Das ist Übung. Gemeins Level. So. Ah. So. Ah, Mann, oh. So. Oh, ey, Alter. Nee, und jetzt. So. Oh, da sitze ich jetzt ewig dran, Leute. Wir schaffen heute nicht mehr zwei Level. Ich muss ja vorab spielen, damit ich die euch zeigen kann überhaupt. Oh Gott. Nicht solche gemeinen Level, bitte. Das mit dem Zeitlevel war übrigens gelogen. Also, da spielt man doch ein bisschen mit. Ihr müsst auf die richtige Hälfte des Blockes landen, damit das mit dem Sprung auch funzt. So. Na, ich muss den mittleren treffen. Alter. Das ist so abnormal schwer. Und jetzt... Und alles für die Katz. Und alles für die Katz. Ich hab's jetzt zum ersten Mal geschafft. Das ist abnormal schwer. Manno! Ich schaff dieses Level kein zweites Mal. Wenn wir das bis Ablauf der Zeit nicht hinkriegen, dann ist das Level für mich gegessen. Ich hoffe, da kommt nicht noch was Schwereres. Ich hoffe, die ist gleich zu Ende, das Level. Like the level and tells this part. Too annoying to brother any further. Was? Brother. Nicht brother. So. 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 So, ja! Ich habe endlich den Dreh rausgehabt. Oh. Ich dachte schon. Ich dachte schon, wir müssen ihn jetzt im Stand fangen. Oh, wie gemein. Alles klar. So. Ja. Nee, das Level war ein bisschen... Das war interessant. Das war witzig und fordernd. Aber auch ein bisschen gemein. Fieser Map, du. Fieser Map, du. Bewerten tue ich nachher. So. Jolly Rogers Bay. 64. Ich Wasserlevel mag, ich mag. Oh. Wiggler. Und hier bin ich nicht sicher. War irgendwie schon vorauszuahnen. Okay. Was auch immer die Kanonenkugel soll. Hm. Okay. Also in Originalwasserleveln kannst du eigentlich immer noch rausspringen. Alles klar, Bonuspart.
Was war das denn? Oh Mann. Oh, die Teile nerven. Oh, die Teile nerven so. Am wenigsten gehen sie kaputt. Wenigstens. Okay. Bing Bong. Ich muss alle wahrscheinlich irgendwie lösen oder so. Da ist auf jeden Fall der Ausgang. Aber waren alle. Interessant. Oh Gott, der Wiggler folgt einem. Ah! Und hier geht's nochmal. Level, verdammte Axt! Ohne Checkpoint natürlich. Oh. Was bringt mir der jetzt? Oh, Ende. Das wäre jetzt echt nicht herausfordernd. Ein paar Fischis, die nerven können, aber... Mh. Nett. Voraussetzung ist ja immer... Also es ist, jedes Spiel ist machbar, denn Voraussetzung, und das ist eine gute Idee gewesen, ist, dass man es selber schaffen muss. Und das ist halt der Witz dabei. Spielen wir die mal. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Eine Hausmütze. Okay, ich kann kein Japanisch. Aha. Na komm. Oh Gott. Ich glaube, man muss tatsächlich echt warten. Dieses Level ist einfach nur warten und dann am Ende losgehen. Die Teile machen am Ende wirklich alles. Kann man sich so eine Show angucken. Der wird jetzt gleich hier hochkatapultiert. Was macht der jetzt? Na, ich wollte Bahnsprung machen. Was kriege ich? Also wir müssen warten, bis er das zweimal durchgemacht hat. Dann ist nämlich alles geschafft. Dreimal. Nee, zweimal. Bis er es tatsächlich zweimal gemacht hat. Und jetzt... Na komm. Hoch und rein. Fertig. Ich hab immer noch mal ins Nichts geschossen. Nee, das Level war doof. Das Level war doof. Ich weiß gar nicht, warum das so gerated ist. Es ist witzig, aber... Very good, amazing stand da. Es ist auch wieder nicht fordernd. Es ist eine Show, die angeboten wird. Das stimmt schon. Das fänden die wohl auch cool. Okay. Premiere Kreation. Ich weiß nicht, was ein Punkt ist. Also sage ich mal dö. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall schönes Ambiente. Ob sich mal jemand dran setzt, mal tatsächlich existierende Level nachzubauen? Einfach nur, um die hier mal zu haben? Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht so mit kleinen Trolls oder so? Das ist die erste Feuerblume. Sehr interessant. Was ist das denn? So. Wie?
Na. Also, Mario ist schon, was Jump'n'Runs angeht, ziemlich cool. Finde ich auch eigentlich immer so eines der besten. Und ich bin jetzt auch nicht gerade unfrisch in diesem Spiel. Hab's ja auch schon jetzt played, tatsächlich. Also, nicht. Gerade kein 2D. Oh, ist jetzt gerade kein 2D-Mario, aber Super Mario Galaxy 2. Kleine Werbung zwischendurch. Und. Ja. Ich bin kein Noob. Auch wenn es gerade so aussieht. Es gibt die Herausforderung, dass man Level mit Maximum 10 Versuchen schaffen muss. Das waren es, glaube ich, diese 10 Leben-Herausforderungen im Startbildschirm neben. Oh, was war das? Level aus aller Welt. Wenn man das hinkriegt, ist auch super. Dann freut man sich. Okay, das war schon. Na. Der ist uninteressant. Der auch. Hier war auch nichts Großartiges. Noch so ein paar Goombas. Oh, Mist. Kann ich nur gucken, ob da unten noch was drin ist. Tatsächlich aber nicht. Ja, meine Feuerblume verschwendet. Verdammt. Ah ja, das sind keine. Irgendwie hatte ich gerade gedacht, das wären Sprungfedern. Egal. Das ist, glaube ich, letztes Level diese Folge auch. Tatsächlich schon wieder. Schnell, doch die Zeit vergeht. Ich frage mich ja, ob man einstellen kann, dass. Wenn man schon einen Pilz hat, dass da eine Feuerblume erscheint. Oder dass sonst ein Pilz erscheint. Ich weiß nicht, inwieweit die Mechanics alle reichen. Man wirklich alles, also man hat ja freien Handlungsablauf. Man kann in alles reinpacken, man kann alles übereinander stapeln, alles fliegen lassen. Aber solche Sachen zum Beispiel, solche Mechaniken, dass nur beim zweiten Pilz auch in den Feuerboom erscheint. Oh Mann. Ah, Mist. Zum Glück ist man ein bisschen unverwundbar. Solche Mechaniken. Mich auch interessieren. Bum-bum. Da ist wieder ein Pilz. Genau, das meine ich. Da müsste jetzt ein Feuerblume erscheinen. Kann zwar nicht, weil das ja ein Links rauskommt, aber. Also im Prinzip. Ja, ein Goomba. Bom. Bom-bom. Bob-omb. Nicht. Warte mal. Bob-omb? Ja, Bob-omb. Bom-bom. Das sagen ja die meisten. Ich setze hier einen Bob um. In Mannsprung. Wie gemein. Ja, wie gemein. Mano. Ich glaube, die X'e auf dem Level zeigen einen, wo andere Spieler schon draufgegangen sind. Hier, ne? Ja. So, jetzt rushen wir mal ein bisschen hier. Right rushen. Vergesst zu rennen. So. Wie langsam man ist, wenn man nicht rennt. Das ist manchmal schon unfassbar. Ist was drin? Nein. Oh, ich wusste, dass der kommt und hab's trotzdem vergessen. Scheiße. Überlänge oder Karten? Überlänge. Krieg ich noch hin. Das wäre gelacht, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Ich wusste auch, dass ein. Ich wusste irgendwie, dass ein großer mit einem. Mit einer Stampfattacke tatsächlich auch instant weggeht. Mit einem Rennsprung tatsächlich so oder? Na, gar nicht ausprobieren. Warten, rüber. So. So, hier war ja noch ein bisschen was. Song. Oh. Alles klar, entweder ist eine Bob-Omb jagt sich hoch oder was für Sachen gibt's? Er jagt sich hoch, er geht direkt kaputt oder wird er da einfach gezündet?
Hab schon alles gesehen. Mist. Song. Genau, das war Piranha. Zum Glück war der rot. Wäre der grün gewesen, wäre ich jetzt ein bisschen am Arsch gewesen. Das ist mies. Das ist richtig mies. Ne, oben lang kann ich nicht. Ich muss unten lang. Oh, das war Feuer. Mehr Glück als Verstand und dann springe ich einfach so blöd in den Koopa rein. Wie gemein. Okay. So, langsam kennt man so ein Level ja. Das ist so ein Level nach meinem Geschmack. Ein bisschen fordernd, mit Fallen. Das ist doch gut. Also, gut gemein. Man kann es schaffen, aber es ist nicht zu schwer und aber auch nicht zu leicht. So. Genau das meine ich. Hä? Warum ist da jetzt kein Baum? Da ist er. Meistens ist eh nur Crap drin. Also einfach durchlaufen und hochjagen. Gar nicht erst Täschchen. So. Mein. Oh, die Bockens jagen sogar die Blöcke in die Luft. Das ist interessant. So. Hier kommt Feuer raus. Genau. Was ist hier? Oh, eine Feuerblume tatsächlich. Eine Münze. Ja! Oh! Weg, weg, weg. Hochjagen, alles weg. Alles weg. Noch was raus. Okay, einen fliegenden noch. Na komm. Jetzt wieder Feuer. Jetzt kann ich jetzt hier holen. Wie eine Feuerblume. Schneller und langsamer. Bitte den roten kann man nicht mal mehr ausspringen. Weil der blüht. Oh Gott! Das ist Bowser. Ja, das ist Bowser. Der Browser. Hab ich noch gesehen. Geflügelte Fetthammerbude. Oh Mann, und ruhig. Ach, warte. Wie gemein. Oh, verdammt! Okay, das war's. Wir haben es ja fast geschafft. Ich gebe mich geschlagen. Gutes Level. Würde ich raten, hätte ich es geschafft. Doch, das gefällt mir. Das werde ich privat noch zu Ende spielen. Ja, wir haben es ja fast geschafft. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, war gut. Dann würde ich sagen, war es das auch mit der zweiten Folge. Ich werde noch eine dritte oder... Ja, ich werde noch eine dritte und eine vierte aufnehmen. Und dann werde ich mal schauen, ob in den Kommentaren was los ist.
Und dann würde ich sagen, was, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts vom Super Mario Maker verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und vergesst nichts, IDs von Leveln, die ihr spielen sollt, einfach in die Kommentare rein. Also, bis dann!